Männer, ich spiele eben dann auch Samuel auch gegen den Weltmeister. Wobei, wenn ich dann auch Weltmeister sage, dann glaubt der Hummels noch, ich rede von ihm. Da muss ich vielleicht doch nochmal ändern. Jetzt spielen wir eben dann gegen Frankreich. Das ist dann auch der neue Weltmeister. Ja, klar, mit N'Golo Kante, Ndombele. Die haben den Dembele und den Mbappé. Und wen haben wir? Wir haben nur einen Sané und eben vor allem auch keine Idee. Aber es ist vielleicht auch ein Stück weit auch zu negativ. Ja, klar, ich glaube, ich muss mehr in die Einzelkritik auch gehen. Moment. Werner, Timo, wo ist da? Pass auf, nicht immer nur dumm rumlaufen. Ich meine, dumm rumlaufen um den Strafraum. Ne? Das ist ja kein Handball, sondern auch dann mal auch reingehen. Ja, klar. Und hier, Mats, Manu, Toni. Ja, klar. Zeigt den Menschen einfach mal da draußen, dass ihr nicht zu alt seid. Sondern eben dann einfach nur, ja klar, nicht fit. Ja, Menschen wollen eben dann immer einen Umbruch. Ja, klar, wollen eben dann auch jüngere Spieler. Aber ihr habt eben dann auch eine Idee. Ich ändere einfach dann auch die Geburtsdaten auch von den alten Spielern im Spielerpass. Ja, zum Beispiel eben dann auch hier. Thomas Müller, geboren am 13.09.2003. Dann wird er 15. Ist doch super. Hier, Drax, der Fehler gegen Holland. Super, genau so, wie wir ihn denn auch sehen. So spielt ein unerfahrener Kerl. Hm. Oder ich rufe Hövedes an. Hm. Den kennen die Leute nicht mehr. Oder Mertesacker. Der sitzt jetzt seit 4 Jahren in der Eistonne. Der ist ja quasi konserviert. Der ist ja noch jung. Okay, ich warte eben dann auch von jedem auch höchste Disziplin. Ich bin ja nicht der Nico Kovac. So, kommen wir zur Mannschaftsaufstellung. Also, Marc-André, du spielst eben den gegen die Franzosen von Beginn an. Davor spielen der Brunner und Klaus von Arminia Bielefeld. Ach, klar. Wir haben Brand und Sané haben wir wieder nicht aufgestellt. Aber die passen auch überhaupt nicht ins System mit ihrem Dribbelquatsch und der eigenen Meinung. So, Männer. Und ich gehe mir eben dann auch raus. Ach, klar, lass uns dann eben den als junge, unerfahrene Truppe ohne Arsch versohlen. Schöne Klatsche. Der Oliver ruft an. Oliver, was ist? Nein, jetzt rede nicht auf, das ist, wir machen alles so wie immer. Der Umbruch ist nur für die Presse. So, Freunde, an dem Punkt waren wir schon mal. Was ist eigentlich mit unserem Yogi? Muss er bleiben oder muss er jetzt gehen? Schreibt es in die Kommentare, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Außerdem hier den Clip gucken und Kanal abonnieren. Wir wollen die 100.000 und ihr könnt helfen.